Willkommen zu Part 19 von Zelda The Wind Waker HD. Ich bin gerade in der Nähe von Tantopia gewesen, deswegen habe ich noch schnell alle Lichtbilder zur Nintendo Galerie gebracht und jetzt füttere ich mal hier kurz den Fisch. Weiß nicht, ob das schon geschehen ist. Einfach mal gucken. Und anscheinend nicht, nein. Sehr gut. Tantopia. Alles klar. Ja, im letzten Part war es ja ein bisschen energiegeladen. Was wollte der bloß auf der abgelegenen Insel dort? Tja, die Welt ist eben voller merkwürdiger Gesellen. Da war jetzt irgend so ein wahrscheinlich ein fliegender Händler, aber da, um diese Quest anzufangen, müssen wir erst nochmal nach Portemonnaie. Und darauf habe ich jetzt keinen Bock, deswegen lassen wir das mal weg. Ich fahre jetzt in diese Richtung, um noch eine Karte mir zu holen. Und also was heißt Karte, nicht Schatzkarte oder so, sondern eben ein Teil von der Seekarte. Gut, mal sehen, was das für eine Insel jetzt ist. Und dann, ja. Ich habe den Fisch schon springen sehen. Okay, ich weiß auch, was das wieder für eine Insel ist. So, komm mal her. Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid über dich. Los, zeig mal deine Karte, ich zeichne dir die Insel ein. Firninsel heißt sie, irgendwie aus wie ein Ohr, wie eine Ohrmuschel, oder? Okay. In diesem entsetzlich kalten Gletscher soll ein sagenhafter Schatz schlummern. Dumm ist nur, dass man sich beim Versuch, ihn zu holen, nicht nur ein, zwei Frostbeulen holt, sondern wohl gleich gänzlich als Eiszapfen endet. Aber vier Regionen im Norden und drei Regionen im Westen von hier soll es ein Artefakt zu finden geben, mit dem man einfach alles schmelzen kann. Das solltest du dir vielleicht besorgen. Oh, das machen wir später. Dazu brauchen wir allerdings noch was. Bin ich jetzt richtig in der Richtung? Ja. Ich habe gerade eine Flasche eingesammelt. Das ist, der Vollmond, den behalten wir gleich mal, weil wir ihn noch brauchen werden. Okay, dieses Seekartenteil hier haben wir schon mit der Insel, aber das darüber noch nicht. Und da daneben befinden sich gleich zwei unserer Ziele. Das hier ist die Niemands, das Niemandsland. Da wollen wir jetzt nicht hin. Aber eben zu der Insel darüber, um uns da noch die Seekarte zu holen. Aber erstmal rufe ich mich an den Schatz hier. Ein Stück zu weit, ne? Mal hier probieren. Auch nicht gut, dann lassen wir es. So, unbedingt dringend brauchen wir jetzt kein Geld. Dieser komische Typ da, der uns da das Schreiben geschickt hat mit seinem super duper Angebot, der ist auch noch ein Weilchen länger da. Und ich kann gerade überhaupt nirgendwo eine Insel sehen. Doch, dort im Hintergrund. Gehört die Insel vielleicht hier dazu? Nein, das ist das Sechsaugen. Die Insel da oben ist es auch nicht, das ist Draconia. Deswegen frage ich mich gerade, was es hier für eine Insel gibt. Wahrscheinlich ist das die kleine dort unten. Und ich glaube, jetzt wird es aber so hell, da sehen wir noch ein bisschen klarer. Nein. Aber hier ist unser nächstes Ziel, deswegen
gehe ich einfach mal hier hin. Diese, dieses Kartenteil haben wir auch schon. Hm? Ah, cool, hier ist so ein Typer. Den können wir mal ansprechen. Jo. Das ist aber ein feines Boot, das du da hast. Prächtig, prächtig. Bist du etwa auf der Suche nach tief im Meer versunkenen Schätzen? Haha, versuch das gar nicht erst zu leugnen, Junge. In diesen Gewässern hier schwimmt kein einzige müde Sardelle. Zum Fischen bist du also ganz bestimmt nicht hier. Nein, nein, mein Lieber. Entweder du bist ein Schatzsucher, genau wie wir hier von Tauch und Co., oder du bist ein Pirat. Jawohl. Zerfreut unsere Taucher beklockten Augen in Zeiten, in denen sich kein Mensch mehr auf See traut und alle lieber ein langweiliges Inselleben ohne Abenteuer und Aufregung fristen, einen so mutigen und beherzten Jungen wie dich zu treffen, dem Werte im Ruhm und Glorie noch etwas sagen. So viel Idealismus für die gleiche Sache, das schafft Verbundenheit. Hier, mein Junge, die hier möchte ich dir schenken, denn Verbundenheit darf nicht nur aus Phrasen bestehen, außerdem ist ohne natürlich nicht gut Schätze heben. Nimm sie ruhig, keine falsche Bescheidenheit. Ich hab's mir gedacht, dass der jetzt eine Schatzkarte für mich hat. Okay. Da bedanke ich mich aber. Ja, ich weiß, wie das geht. Kannst du zu Hause mir erklären. Jo. Tschüss. Voilà, Junge, auf, dass wir alle unsere Bestes geben und reichlich feine Schätze heben. Tschüss. Nein. Nein, ich will nicht mit dir reden. Tschüss. Danke. So, und jetzt zu dieser Insel, wo wir jetzt unseren nächsten Dämon abgeben werden. Jetzt sofort am besten. Ich weiß nicht, ob man alle von denen fotografieren muss. Ich mach's einfach mal. Nein, muss man nicht, okay. Nein, muss man wirklich nicht. Okay. Okay, ja. Das ist jetzt der grüne Dämon. Also das ist der vom Deku-Baum, glaube ich. Du hast Varorus Dämon in die Hände des Steingötzen gelegt. Bleibt noch einer. Sehr, sehr gut. Die gehe ich auch gleich mal noch schnell fotografieren da vorne. Ich glaube, die könnte man durchaus gebrauchen. Und ist es jetzt wirklich so? Ich habe da hinten doch auch, ja. Sehe ich hier zwei Feen-Curdials. Und vielleicht kommen wir ja in mindestens eins von denen rein. Braucht man die auch? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Und da das hier drüben irgendwie... Nee, es ist nicht näher dran. Ich fahre einfach mal nach hier hinten. Zu dem. In welche Richtung fahren wir jetzt? Okay, nach Osten. Oh! Tintenfisch, der Bomben spuckt. Okay. Das ist, das hat man glaube ich auch schon, Dornarm-Feen-Kurier. Ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Hier waren wir auch schon mal. Okay, das sind alles nur Bilder, die ich speichern kann hier, die wir in den Flächen finden. Irgendwie auch in letzter Zeit fast nur Bilder, ne? Nein, da kommen wir definitiv nicht rein. Fahren wir also in die entgegengesetzte Richtung und probieren mal unser Glück an einem Fenster, was wir noch nicht haben. Auf unserer Seekarte. Mal gucken. Und jetzt wird es schon wieder finster. Finster, finster, Finsternis. Und ich sehe nicht mehr, aber ich weiß ja, wo es hin geht. Wir haben also nur noch ein Ziel.
Und das ist natürlich das, wo wir den letzten Dämon eben abliefern müssen, ne? Oh, 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 nein, 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 nein. Das war knapp, ich habe gerade noch auf die Karte geachtet. So, wo ist jetzt das Feen-Dings? Gott. Okay, das scheinen wir doch schon zu haben. Ach, das ist jetzt das Teil, wo ich hier keine Insel gefunden habe. Ich weiß auch jetzt gerade warum, es fällt mir gerade ein, ich bin mir auch blöde. Werden wir dann sehen, wenn wir na, viel zu weit. Muss ich mal ausprobieren. Wenn wir dann den letzten Dämon abgeliefert haben, werden wir sehen, was ich damit meine. Und wir sind jetzt erst bei 11 Minuten. Dann liefern wir doch den letzten Dämon noch ab. Und hier kommen wir rein mit unserer Bombe. Ich weiß nicht, wie heißt das? Östliches Feenkordial. Und jetzt muss ich mal kurz was aufschreiben. Ich habe hier nämlich immer ein Dings dabei. Hier ist nämlich so ein Grog. Und diesen Grog müssen wir mit Wasser aus Zantopia beliefern. Und deswegen schreibe ich mir die Inseln auf, falls ich das mal irgendwo sehe. Dass ich weiß, wo ich dann hin muss, um denen zu helfen. Denn das ist auch relativ wichtig. Gut, jetzt Bomben. Hin und weg. Dann werden wir mal sehen, mit was uns diese Fee beschenkt. Ich denke mal mit einem noch größeren Bomben. Rucksack, trage Dings, weil wenn wir gerade schon hier dabei sind, mit Bomben hier reinzukommen, wird sie uns sowas wahrscheinlich geben. Oder sind eben mehr Rubine, mal sehen. Junge, der du die Winde erweckst, ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, deine Abenteuer zu erleichtern. Und es ist... mehr Bomben, 99, das ist sehr, sehr gut. Die Feen dieser Quelle werden gern all deine Wunden lindern. Solltest du erschöpft vom Kampfe sein, statte uns doch wieder einen Besuch an. Ja, machen wir später mal. Gerne. Sehr, sehr gerne. Aber nicht jetzt. Okay. Dann jetzt den letzten Dämon abliefern. Und zwar eine Region westlich von hier. Das heißt also in diese Richtung. Irgendwo. Und dann finden wir das schon. Hä? Ach so, ich habe gerade die Leiter nicht gesehen. Ich bin gerade schon fragen, wie man da hochkommen soll. Jetzt schwimme ich wieder 10 Stunden um die Leiter rundherum. Hallo. Mensch, jetzt geh an dem Boot vorbei. Ganz, ganz, ganz normal. Und jetzt, ja. Gut. Wieder ein paar Probleme, wie immer. Ich weiß nicht, warum ich da Probleme habe, aber... naja. Ja, halt mir noch dein Gesicht hin, dann kann ich hier mein Schwert draufschlagen, danke. Ist ja schon tot da unten. Anscheinend nicht. Warum gibt's hier nichts? Das ist doch blöd. Naja. Und jetzt fängt sie natürlich wieder an zu schwimmen. Toll. Die Schatzkarte, die wir vorhin bekommen haben, war übrigens Schatzkarte Nummer 34 und ist
zeigt sogar eine Triangelinsel an. Ich weiß bloß nicht, welche halte ich von dem Ding fern. Hau ab, du Scheiße. Was weiß ich, sonst werden wir nämlich ganz woanders hingeschleudert und da habe ich jetzt absolut überhaupt keinen Bock drauf. Okay, das Ding scheint es nicht zu sein, aber da sind schon wieder solche Abenteuerleute, die da hier ihr. Ihre Schätze heben. Sag mal, yo Junge, bist du auch fleißig auf Schatzsuche? Willst du einen Schatz finden, solltest du erstmal deine Seekarte öffnen. Stimmt dann die vergrößerte. Okay. Da labert also dasselbe wie der andere auch. Tschüss. Alter, was kommt jetzt dieser Wirbelsturm hierher? Wäre mal geil, wenn die mal aufgewirbelt würden. Ich würde das mal gerne sehen, wie das aussieht von unten. Aber das wäre dann doch ein bisschen böse. Okay. Letzten Dämon gebe ich dir und jetzt werden wir Zeuge eines übelst geilen Schauspiels. Das sieht wirklich richtig geil aus. Du hast den Dämon in die Hände des Steingötzen gelegt. Puh, jetzt geht's los. Das Gamepad gibt einen Rumble, das ist auch sehr passend hier. Schnell, hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab. Und? Ja, natürlich. Jetzt. Logisch. Da kommt eine Fee raus. Ja, weiß ich nicht, ob das eine Fee ist, aber so eine Art auf jeden Fall. Und sendet einen Lichtstrahl aus. Zu dem Dämon. Macht die letzte Fee frei. Und die vorletzte. Wieder. Und nochmal. Es gibt einen Rumble und das Triforce erscheint. Das meinte ich hier. Das sieht richtig mega geil aus. Und es erscheint. Natürlich auf dem Stück, wo wir keine Insel gefunden haben. Logisch. Ein Turm aus dem Wasser. Und nein, wieder. Ne? Das musste ja so kommen. Turm. Ich glaube, das ist das größte, die größte Insel, die es hier, also nicht größte, sondern höchste Insel, die es hier gibt. Ja. Dieser Turm, der durch die Kraft der von den Hütern bewahrten Dämonen aus der Versenkung aufgetaucht ist, ist ein Ort, um den Mut der Menschen auf die Probe zu stellen. Erbaut wurde er von den Göttern der Vorzeit. Nur wer die ihm hier auferlegt Prüfung zu bestehen weiß, wird von den Göttern als Held anerkannt werden. Und nur dem wird die Ehre zuteil, von der Kraft, das Allböse ausmerzen zu können, beseelt zu werden. Link, die Kraft derer, du dich würdig erweisen und habhaft machen musst, ist nur noch einen Schritt entfernt. Glaube an deinen Mut, der dich schon so viele Abenteuer hat überstehen lassen und sei auch in den Prüfungen der Götter erfolgreich. Gut, das mache ich allerdings dann im nächsten Part. Der Part ist noch nicht ganz zu Ende, ich mache noch ein bisschen was, aber ich möchte jetzt noch nicht mit dem übrigens dritten Dungeon anfangen. Dort hinten sehe ich den Fisch. Den möchte ich erst einmal ansteuern. Und ich glaube schon, jeder weiß, wie diese Insel heißt. Aber der Fisch wird uns das nochmal gerne mitteilen. Hey Jungchen. Hier, ich sag dir, wie die Insel heißt. Los geht's. Es ist natürlich der Turm der Götter. Passt gar nicht auf dieses Ding hier drauf. Aber okay.
Einer alten Fischhaut kannst du trauen, wenn ich dir sage, dass dich dein Schicksal noch so manches Mal hierher führen wird. Und der Schlüssel zu deinem Schicksal ist zweifelsohne das Vermächtnis dieses alten Piratenkapitäns Dreifuß, oder wie der heißt. Und über den soll ein Kerl namens Tingle bestens Bescheid wissen. Das hat mir kürzlich eine Quelle gezwitschert. Nein, glaub mir, auf meine Quellen und Quellen ist Verlass. Also merkt ihr meine Worte lieber gut, Jungchen. Ja, das werde ich. Und das hat uns schon der Fisch gesagt, als wir Tingles Insel, wo wir da diese Seekarte geholt haben. Der hat uns das auch schon gesagt. Und deshalb brauchen wir den auch. Wir brauchen den unbedingt noch. Der muss uns nämlich unsere Karten manchmal entschlüsseln, wenn wir nicht wissen, was da drin so abgeht. Und ich möchte kurz noch hier oben ein Kartenteil holen. Hier ist irgend so eine kleine Insel. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Und natürlich ist wieder dieser Wirbelsturm hier. Aber das ist die eine Insel da, die Triangelinsel. Müssen nur den Fisch finden. Moment, da hinten ist er, okay. Mach schnell, ich will nicht, dass der Wirbelsturm mich mitnimmt hier. Habe ich jetzt echt keinen Bock zu, weil der schleudert einen nämlich irgendwo raus aufs Meer, keine Ahnung wohin, das ist random. Und dann ist man schlechtestenfalls irgendwo in der anderen Ecke von der ganzen Karte, ja. Und das wäre dann ein Riesenproblem. Nördliche Triangelinsel. Und er labert. Was? Eskursion Geschichten, dass es in der Schule von Portemonnaie eine bezaubernd schöne Lehrerin geben soll. Allerdings macht ihr wohl eine Viererbande voll lauter Rotzlöffeln das Leben ganz schön zur Hölle und das täglich. Diese Strolche hacken den ganzen Tag irgendwelche Streiche aus und klettern zum Beispiel auf Bäume oder verstecken sich hinter Gebäuden. Eine ordentliche Standpauke brauchen die mal. Schließlich kann einem die arme Lehrerin doch nur leid tun. Ja, das haben wir schon erledigt. So, und jetzt schnell weg von hier, nicht dass uns der Wirbelsturm irgendwie einholt. Nein, kann er gar nicht. Gut, ich möchte allerdings jetzt nicht nach Portemonnaie, sondern auf eine andere Insel. Okay, schon. Das ist Unvieh. Meine Güte, ich muss nach vorne gucken. Müsste ich, sollte ich. Allerdings ist hier Portemonnaie. Aber wie gesagt, möchte ich da nicht hin. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich bei der Insel bin, wo ich hin möchte. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen für diesen Part. Daumen hoch wäre nett. Bis zum nächsten Mal.